Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin Lars Vogt, Pianist, Dirigent, Hochschulprofessor in Hannover, Festivalleiter von Spannungen, Musik im Energiekraftwerk Heimbach. So verschiedene Dinge mache ich. Außerdem bin ich Papa von drei Töchtern Das und Mädchen. verheiratet. Der Wahnsinn. Es bringt mich sofort zu einem der spannendsten Themen überhaupt, nämlich der Ressourcenaufteilung, der Prioritäten. Wenn man so viel macht wie du siehst ja auch aus, du hast eine unglaubliche Energie und machst das alles mit Erfolg. Aber wie entscheidest du, was dir denn nun eigentlich am wichtigsten ist? Wofür brennst du am meisten? Also man hat vier Clones und die machen alles gleichzeitig. So würde ich mir das am meisten wünschen. Also das lässt sich natürlich einfach nicht entscheiden. Wenn ich für etwas nicht brennen würde, würde ich es nicht machen. Das ist so einfach. Also diese ganzen Bereiche der künstlerischen Tätigkeit. Natürlich haben wir manchmal die Diskussion gehabt, wenn der Kalender einfach zu voll wird und dann sind die nur noch drei freie Tage und zwei davon muss ich dann noch unterrichten. Wo setze ich vielleicht Prioritäten? Wo sage ich auch nein? Sollte ich auch nein sagen? Und wo bekommt man ein bisschen Luft zum Atmen zwischendurch? Nun haben wir jetzt im Moment ein bisschen Zwangsluft zum Atmen bekommen. Was für mich auch sehr viele gute Seiten hatte, jetzt ganz persönlich gesehen. Aber ich mache nichts nur aus irgendwelchen äußerlichen Gründen, sondern also ich stehe vor einem Orchester dirigierend, weil es mich wahnsinnig erfüllt und mir auch wahnsinnig Spaß macht. Und ich spiele meine Solo-Klavierabende, meine Kammermusik mit Partnern und unterrichte auch wahnsinnig gerne, fühle mich meinen Studenten unheimlich nah. Und hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen was mitgeben kann auf diesem wahnsinnig schwierigen Weg. Ja, ich wiederhole trotzdem die Frage ganz aufdringlich. Man hat ja nur eine bestimmte Anzahl Stunden pro Tag, also in deinem Fall wahrscheinlich 23, den Rest schläfst du. Was würdest du denn, wenn du jetzt diese berühmte einsame Inselfrage mal etwas Konvariationi, du dürftest nur eine Tätigkeit mitnehmen auf die Insel, welche wäre das? Also dann wäre es natürlich, wenn man künstlerisch ausschließt, dann würde ich die Vatertätigkeit natürlich mitnehmen. wenn es jetzt nur ums Künstlerische geht, ich glaube, dann würde ich tatsächlich nur meinen Flügel mitnehmen. Ja, das ist ja auch das, womit es eigentlich so begonnen hat, nicht? So Gott hat, genau, das Ja, ist irgendwo der Kern ja, der Sache. ja. Okay, was bedeutet der Flügel und die Klaviermusik für dich? Unendliche Möglichkeit, unendliche auch Herausforderung, unendliche Frustration, Glück, Befriedigung, wenn man diese Frustration überkommen hat und sich selber wahnsinnig gut kennenlernen, was nicht immer nur eine Freude ist, aber eben real ist, wirklich ist. Und in tiefen Vordringen von dem, was unsere Seele ist, was für mich in keinem anderen Bereich geht. Und nun ist es doch so, dass von den Tätigkeiten, die du aufgezählt hast, ich sag mal, einige vielleicht proaktiv sind, wo du sagst, das habe ich gewollt, begonnen, das mache ich gerne. Und andere kommen jetzt so auf dich zu und man fragt dich, können sie hier, können sie da? Hast du manchmal das Gefühl, dass du noch, Da ja, kennst du dich deines, mit aus, ne? bitte? Ja, Da kennst du dich mit aus, ne? bisschen anderen Bereichen. Aber ja, ich glaube, das Prinzip ist das gleiche. Ich finde, es ist schwer, da wirklich noch, die Amerikaner sagen so gern, who's driving the bus? Ja, spielst du jetzt Klavier, weil man dich gefragt hat, auch konzertieren Sie bitte, bitte hier und da? Ja, oder sagst du, nee, das ist eigentlich immer noch meine allerwichtigste Tätigkeit, ich will das. Also, oh. Ja, ich weiß, es ist schwer, weil du bist ja auch Initiator einiger Dinge. Das ist ja nicht nur Ja, so, klar, dass du man das, dass initiiert sich die das Dinge, die einem überfallen hat. wichtig sind. Also gut, wenn jetzt rein theoretisch gesprochen bei irgendwas die Nachfrage gar nicht mehr da wäre, also
wenn jetzt irgendwie so ein Gefühl wäre, als Pianist will man mich eigentlich nicht mehr hören. Mhm. Und hingegen als Dirigent möchte man, läuft das irgendwie noch sehr gut. Dann, klar, es gibt natürlich auch äußere Faktoren. Ne? Also, Gott, jetzt haben mich mal nach längerer Zeit mal wieder die Berliner Philharmoniker für ein Konzert angefragt. Mhm. Und an sich hätte ich vielleicht lieber ein anderes Stück gespielt, aber das ging eben einfach rein planmäßig bei denen nicht. Und dann bin ich natürlich, ist es eben jetzt ein äußerer Faktor, okay, dass ich dann dieses Stück spiele und natürlich total gerne und ich freue mich wahnsinnig drauf. Also ich verstehe die Interaktion dabei, ja, das ist natürlich auch, bedingt sich auch so ein bisschen wechselseitig, aber ich glaube, es hat dich wahrscheinlich niemand gezwungen, zum Beispiel damals die Rhapsody in School zu gründen, ja, oder jetzt das Festival in Heimbach war wahrscheinlich auch nicht so, dass da einer stand und sagt, bitte, bitte machen Sie das. Ich muss jetzt hier ein Festival gründen. Da ist doch bei dir ein Höchstmaß an intrinsischer Motivation und Organisationsfreude. Ja, also Idealismus, das habe ich tatsächlich, glaube ich, und dann den Spaß daran, wenn die Idee entsteht, etwas anzustoßen, mhm, etwas auf den Weg zu bringen. Ja. Von einem quasi Nullpunkt auszugehen, wo man denkt, eigentlich kann das alles gar nicht funktionieren. Genau. Und dann aber doch irgendwie zu sagen, jetzt lass uns mal versuchen, wie können wir das rangehen? Und ich kann mich an diese ersten Treffen von Heimbach erinnern, lustigerweise gerade gestern, ich war jetzt bei meinen Eltern zu Besuch, mhm, mein Vater ist 85 geworden und dann sagte er, Mensch, du musst deine ganzen alten Sachen mal durchgehen, da was du noch brauchst. Und dann habe ich diese alten Ordner gefunden von den allerersten Treffen bezüglich Heimbach. Nicht da, wo wir zu dritt zusammengesessen haben, mhm, ein Organigramm entworfen haben, wie könnte das laufen, was sind die Punkte, die uns wichtig sind. Okay. Ist der Wahnsinn, das war wirklich eine Zeitreise. Und wann war das? Das war 96, 97, aha, dann so in dem Bereich. Dann gab es einen Testklavierabend 97 und das erste Festival 98. Mhm. Dieses Kraftwerk hatte ja noch nie ein Konzert gesehen, muss man dazu sagen. Ja, und das sind diese Momente, die machen mir tatsächlich Spaß. Auch als wir dann in Heimbach zusammensaßen und uns überlegt haben, wie ist das eigentlich für Kinder heutzutage, in Kontakt mit klassischer Musik zu kommen. Mhm. Was leistet die Schule und was leistet sie vielleicht auch nicht? Also unsere Erinnerungen waren da relativ deprimierend. Mhm. Dass wir selbst als Musiker es oft nicht so erbaulich fanden, weil eben da doch immer noch so dieses bürgerliche Bildungsideal dahinter steht, so in der Schule. Und ich glaube, wenn die Schule es schafft, dass Kinder oder Jugendliche, die da rauskommen, grundsätzlich eine Neugierde haben und sagen, oh, das ist irgendwie klasse, also das kann so viel ausdrücken und da möchte ich gerne noch mal wieder einen Schubert hören oder einen Beethoven hören, mhm, oder was auch immer, oder neue Musik oder wie sich das auf Jazz abfärbt oder weiß der Himmel. Mhm. Wenn so ein bisschen eine Neugierde ist, ein bisschen mal das stattgefunden hat, meine Emotion ist reflektiert, mhm, Musik, mhm, und umgekehrt, mhm, und vice versa. Und wenn man das irgendwie hinbekommt, dass dieser Funke, es ist irgendwie, ich vergleiche es immer mit einem Funken. Ja. Das ist wirklich wie etwas, was eben einmal überspringt. Ja. Wenn das einmal passiert ist, dann ist so vieles möglich, ein Leben lang. Wie hast du es denn geschafft, bis jetzt diese Funken zu entzünden? Was ist denn dein Finding gewesen oder deine Konsequenz aus der Diskussion oder die Erfahrung mit Rhapsody in School? Wie bringt man den Funken zum Zünden? Einfach hingehen, man selbst sein. Ich bin ja real. Ich mache jetzt keine Reklame, mhm, für irgendein Produkt, wo ich einen Vertrag bei einer Firma X unterschrieben, mhm, habe, dieses Produkt musst du jetzt verkaufen, ob du es gut findest oder nicht, ja, sondern ich rede ja davon, wofür ich wirklich brenne. Das, mhm, hast du ja vorhin in der Frage so schön gesagt, nicht? Und das heißt, das ist wirklich, ich glaube, das ist dann auch greifbar, wenn man auch Kinder, wenn die mich sehen, wie ich spiele, wie ich voll da eintauche, da lachen die auch manchmal natürlich, wenn ich dann so richtig loslege, nicht? Und dann, mhm, boah, Mensch, da kann man so reinlangen da in so ein Instrument und wir dann drüber sprechen, was für Emotionen da alles ausgedrückt werden kann. Und
manchmal spiele ich auch ein Stück und frage sie, sagt dann auch manchmal, oft sind Stücke ja rätselhaft, nicht? Und ich sage dann auch manchmal, hier weiß ich gar nicht genau, was das aussagen soll. Überlegt doch mal, was habt ihr da für ein Bild im Kopf? Mhm. Und dann die tollsten Sachen, nicht? Also wie das die Fantasie anregt. Und ja, auch in philosophische Gebiete gleich führt, auch mit Kindern. Ja. Das ist wirklich erstaunlich. Und also ich glaube, es war wirklich nur das. Also noch nie habe ich eine Analysestunde gemacht, natürlich mit denen, nicht? Nein, genau. Aber es ist, ich versuche mal zu rekapitulieren. Es ist also erstens, man bringt die Kinder in die Situation, ja, wo sie das dich hören oder jemand anders hören oder genau. Bei uns hören. Ich komme in die Schule. Ja. Ihr geht also in die Schule. Ich mache sozusagen genau. Auch meine Aufwartung. Ich mache ja. Mir selbst Mühe, ja. Hinzugehen. Ja. Und Gott, da kann ich mich wirklich dran erinnern, als ich das erste Mal gemacht habe. Ich habe das bei meiner alten Schule in Düren zum ersten Mal ausprobiert. Ich war so nervös, als wenn ich mein Debüt in Carnegie Hall hätte oder sowas. Also ich hatte wirklich immens Muffensausen. Mit Recht. Wie das laufen würde, ja. Wie das gehen würde ja. Und ob die das alle blöd finden. Und ich dachte, oh, die schmeißen Tomaten auf mich oder irgendwas. Und also ich hatte, und dann hat es so einen Spaß gemacht. Ich bin so da reingekommen und habe gemerkt, das sind alles Menschen. Nicht? Natürlich sind die unterschiedlich vorgebildet, unterschiedlich interessiert, erstmal. Aber also in all den Jahren, alle Schulbesuche, die ich so gemacht habe, es gab nur einmal einen Fall, wo ich es wirklich schwierig fand. Einmal, tatsächlich, das war eine ganz komische Geschichte, wo dann die Schüler wirklich während der ganzen Stunde nichts gesagt haben. Und also das war ganz eigentümlich. Ja. Aber ich glaube, das hatte mit der Schule zu tun. Ja, okay. Also ich versuche mal daraus zu lernen. Also man bringt die Kinder in eine Situation, entweder geht man hin oder sie kommen her, sodass sie überhaupt diese Exposure haben zur Musik, zur klassischen Musik. Und dann hat man einen möglichst geringen Abstand. Ja, ich vergleiche ja immer ganz gerne Baden-Baden mit hier meinem Riesumer Fuhrmannshof. Hier ist das Klavier 16 Mal so nah dran am Menschen. Also man hat auch eine gewisse Nähe dann zu den Kindern. Und man steigt ein in einen Dialog. Ja, man ermöglicht ein Miteinander. Dann ist man auch ein Vorbild. Ja, es ist ja unglaublich, wie Vorbilder sind ja anscheinend immer noch das Wichtigste in der Erziehung, egal worum es geht. Man hat ein Vorbild, man sieht beispielsweise dich, wie du da das Klavier malträtierst und dabei so schöne Sachen rauskommen. Was ist es das? Sind das die Punkte, auf die es ankommt? Ja, du hast das eigentlich schön zusammengefasst. Gefällt mir gut. Also dieses nah dran. Du bist also nicht auf dem Sockel, sondern bist normaler Mensch. Ja. Ich weiß zum Beispiel auch, wir hatten diese Diskussion innerhalb von Rhapsody in School, dann Stars der Klassikszene gehen in die Schulklassen. Mhm. Und da gab es viele Musiker, die gesagt haben, ich möchte nicht als Star angekündigt werden. Und ich möchte überhaupt nicht, dass groß gesagt wird, was ich für tolle Dinge, Sachen gemacht habe oder sowas. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht nur darum, ich bin da. Und wir unterhalten uns jetzt. Okay. Ob ich jetzt weiß Gott wo, wie, was, das kommt dann natürlich oft im Gespräch auch raus. Die Kinder stellen ja auch Fragen und dann in welchen Ländern waren sie schon und weiß ich nicht. Und, also es geht von sehr tiefsinnigem, warum machen sie das? Ja, warum machen sie bis das? Bis hin zu, was für ein Auto fahren sie, nicht? Also, aber es ist eben alles auf eine menschliche Ebene. Ja. So gestellt. Und das ist das Entscheidende, dass wir nicht mit dem Frack auf dem Sockel stehen. Im Moment fallen ja sowieso die ganzen Statuen. Oh je, ja. Auch Kolumbus ist bedroht in London. Ja. Churchill. Sondern, oder Colston vor allen Dingen. Ja. Völlig zu Recht. Da wollen wir gar nicht dazugehören, sondern wir wollen eben, das ist diese Es muss denen nicht wichtig sein. Es ist wirklich nur ein Angebot. Genau. Aber dieses Angebot muss da sein. Ja. Dass dieses Angebot nicht wirklich erfolgt, das finde ich fast kriminell. Ja, da müssen wir mehr drüber sprechen, wie wir das machen können. Ich hatte gerade so diese Vorstellung, ich bin ja Ökonom,
dass ich dich frage, in wie viel Prozent der Schulen ist denn eigentlich Rhapsody in School schon gewesen? Ja? Und wie viel Prozent der Schüler haben wir denn erreicht? Wahrscheinlich kann man das gar nicht ausdrücken, aber ich bin ganz sicher, dass es noch viel, viel mehr werden könnten. Ja, also natürlich, mir ist bewusst, dass so eine Initiative, das sind immer Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Aber es sind eben doch eine ganze Menge Tropfen jetzt geworden, klar, auf den heißen Stein. Wir sind, ich glaube, irgendwas zwischen 300 und 400 Künstlern, die jetzt mitmachen. Ja. Selbst wenn im Schnitt jeder das nur ein, zweimal pro Jahr macht, ja, dann haben wir so viele Schüler erreicht. Mhm. Und also glaub's mir, man kann es nicht quantifizieren. Natürlich möchten dann die Leute immer dann, wie viele Prozent haben davon dann ein Instrument angefangen. Nein. Aber wenn du die in den Augen der Kinder siehst du, also ich spreche zum Beispiel dann oft davon, also mindestens einmal, wenn ich in den Schulen bin, sage ich dann, lasst euch bitte nie einreden, dass es im Leben nur ums Funktionieren geht. Mhm. Sondern wir sind Menschen, wir haben eine solche Vielfalt an widersprüchlichen, irren Sachen, die wir zum Teil gesellschaftlich, die wir offen gar nicht rauslassen dürfen, nicht? Und aber es scheint immer so, in der Schule, du sollst funktionieren, im Studium, du sollst funktionieren, in der Arbeitswelt, du sollst funktionieren. Dass man sich oft wie so ein Rädchen fühlt, was einfach immer weiterlaufen muss. Ja, aber fühlt, ja. Ich sag mal, du läufst ja auch als Rädchen und zwar auf Hochtouren, aber du fühlst dich nicht wie ein Rädchen, was laufen muss, sondern du willst das. Das ist der Unterschied, nicht? Die eigene Motivation muss sich decken mit dem, was man tut, ja, nicht? Aber ja, ich meinte jetzt die Zahl auch nicht jetzt so klar. Ja? Ich habe natürlich in meiner Tätigkeit das Privileg, so eng im Kontakt mit meiner Natur zu sein. Genau. Nicht, denn in dem Moment, wo ich Musik spiele, bin ich unmittelbar in Kontakt mit mir und mit meiner Natur und mit meiner Seele und meinen Neurosen und allem. Ja. Und das ist natürlich in vielen Berufen nicht der Fall. Aber dass man diese Seite an sich zumindest kennt und wahrnimmt, da bin ich davon überzeugt, dass einem das ein reicheres Leben beschert. Ja. Und da ist die Musik eine so tolle Möglichkeit, Dinge auszudrücken, wofür man sonst verhaftet würde, wenn man das alles aussprechen würde. Ja, absolut, sicher. Also ich denke, ich spreche in diesem Zusammenhang immer von geretteten Seelen. Also für mich ist jemand, wenn hier einer reinstolziert mit 6 Jahren und macht so auf hyperaktiv und setzt sich hin, dann beginnt irgendwie Mozart und auf einmal ist der ruhig. Und lauscht und hört zu. Der Einzige, der noch nervös ist, ist die Mutter, die natürlich Angst hat, dass das Kind so wie sonst explodiert, aber es passiert nicht. Ja, oder tanzt mit, in Gottes Namen, nicht eine Sechsjährige oder was nicht. Das ist doch auch wunderbar. Lars, das ist der fünfte Punkt, den haben wir noch vergessen, ist eigentlich die Mobilität. Ich glaube, wenn man sieht, ich weiß nicht, Barenboim, der in Köln alle Symphonien gespielt hat und dann hing am Dom die Leinwände irgendwie runter und dann saßen die auf der Straße davor, die Kids oder mit ihren Rucksäcken und haben sich das alles angehört und fanden das ganz toll. Die konnten mobil sein, die könnten so back and forth. Ja, ich selber habe mal die 9. Symphonie im Central Park gehört. Das war auch so ein vollkommen easy going. Oder in Berlin in der Waldbühne, ja, wo man sich auch wohl ein bisschen mehr bewegen kann. Ich glaube, das wäre noch ein Punkt, der wichtig wäre für junge Menschen, dass sie sich bewegen dürfen. Und nicht so sitzen müssen die ganze Zeit. Ja, und involviert werden nicht? Also wenn wir unsere Kinderkonzerte in Heimbach gemacht haben und der Malte Arkona, der hat das dann so herrlich moderiert, nicht? Dann ist der natürlich immer da rein und Mensch, was denkst du denn jetzt darüber und was könnte das für ein Komponist sein? Und zack, sind sie alle mit drin, nicht? Und dann macht man irgendeine Sache, dass man immer zwischendurch bum, bum, tsch, macht also nicht. Und plötzlich sind sie alle drin, nicht? Und dann haben wir dann so improvisierte Sachen, Bilder einer Ausstellung gemacht und immer wenn sowas besonders, irgendeine Pause war, nicht, dann hat dann der Schlagzeuger, der das mit mir dann improvisiert hat, dann wieder so und dann waren sie wieder drin, so, nicht, gerade beim großen Kiew und was, ne? Also meine Hauptfrage, wofür brennst du, ist natürlich jetzt schon beantwortet, ja, also neben den vielen anderen Sachen, die du sicher mit der gleichen Leidenschaft betreibst, aber dies scheint eine ganz große Leidenschaft zu sein, die Kinder an die Klassik. Ich sag mal, sagen wir mal Menschen. Ja. Nur meine Erfahrung ist, wenn es ist halt so viel schwieriger, wenn es nie einen Zugang gegeben hat. Wenn es irgendeinen Andockpunkt mal gegeben hat, irgendwas, wo man
Ich sage das auch immer, dass, wenn ich in Rhapsody in School spiele, dass, dann sitzt vielleicht in der letzten Reihe jemand und kaut Kaugummi und Scheiße oder was. Das kann ja auch sein. Aber vielleicht ist selbst bei dem, wenn der dann irgendwann mal mit Klassik in Berührung kommt, genau, dass er sagt, naja, da war mal so ein Spinner bei uns da in der Klasse, nicht? Und der schien ja irgendwie doch ganz schön begeistert zu sein. Dass man irgendwie nur diese Neugierde hat, was mag dahinter sein? Nicht? Wenn man da ein bisschen was. Ein paar hat, Synapsen schon mal da irgendwo im Hirn, genau, die da sind. Nochmal vielleicht zu Heimbach. Also, weil ich habe ein Gefühl von den Gemeinsamkeiten deiner Leidenschaften. Die haben auch was damit zu tun. Du hast die kreative Inspiration, ja, aber du hast auch gleich irgendwie ein Team, was das mit dir irgendwie umsetzt. Also das hat auch, glaube ich, sehr viel mit Teamwork zu tun. Ja, kann absolut das sein? Ja. Absolut, das ist ganz wichtig, dann Menschen zu finden, also sich mit, es ist überhaupt eine Lebensweisheit natürlich, sich mit Menschen umgeben, die einem gut sind. Ja. Also die einem gut tun. Ja. Nicht, wo man merkt, meine eigene Energie wird gespiegelt, wird eventuell weitergetragen und ich möchte gern deren positive Energie weitertragen. Nicht? In der Anfangszeit von Heimbach, da lernt man dazu auch viel. Ich hatte dann auch den einen oder anderen, auch wir mussten ja auch Leute finden, die zum Beispiel die Finanzen da machen, aus der Wirtschaft und so, und dann war da jemand, der von Anfang an nur skeptisch war und der sagte, ach, das wird ja nicht, da hin und so. Und den habe ich gleich nicht mehr eingeladen. Es hat ja keinen Sinn. Es hat ja keinen Sinn, sich so mit Leuten zu umgeben, die negativ sind. Nicht? Was natürlich nicht heißt, dass man nicht realistisch sein muss, trotzdem auch in seinen Träumen manchmal. Nicht? Also manchmal muss man auch schauen, was geht und was geht nicht. Manches geht eben auch nicht. Ne? Aber zunächst muss man immer groß denken und immer, immer erstmal. Was wäre das absolute Ideal? Ja. Das ist das, was wirklich Spaß macht. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, dachte ich, hat mich jetzt das auch gerade ins Nachdenken gebracht, was sind Gemeinsamkeiten all dieser Dinge? Vielleicht ist auch eine Gemeinsamkeit, und die erklärt sich ein bisschen aus meiner Biografie, dass mir, je offizieller die Klassikwelt wird, desto umso suspekter wird. Ja. Also so grob gesagt, natürlich spiele ich ja das ganze Zeug auch mit, nicht? Und ich bin bei den großen Orchestern und den großen Festivals auch gerne zu Gast. Ist ja gar keine Frage, nicht? Mhm. Aber ich komme eigentlich zunächst mal aus einer Familie, wo Klassik nicht so sonderlich zu Hause war. Meine Eltern haben das so mehr durch mich entdeckt, glaube ich, und jetzt lieben sie es sehr. Meine älteren Geschwister haben auch Instrumente gespielt, aber also in Düren gab es jetzt auch nicht so die Klassikszene. Ich bin dann mehr dann so, wenn dann mal ein toller Pianist kam, dann hat mich dann meine Lehrerin dahin geschickt. Und so. Also ich kam erst so langsam da rein und ich kann mich noch erinnern, dann, also meine Mutter hat mich dann immer gerufen, wenn im Fernsehen irgendwas über Klassik kam. Und über Jahre hatte ich immer so das Gefühl, das fühlt sich alles so eng an. Mhm. Und also es war nur so ein Gefühl irgendwie. Jetzt weiß ich natürlich in vielen, dass das nicht so ist. Ich kam natürlich vom Fußballspielen und so weiter, mit meinem kleinen, nicht Dorfclub, aber da in Düren, nicht? Also es war schon alles sehr bodenständig, sagen wir mal. Und zusammengefasst, meine Erfahrung im Leben, die Musik gehört da überall hin. Die gehört da in diese ganz einfachen Welten hin. Die ist bodenständig. Die gehört zu allen Menschen. Nicht, das hat Sam Rattle mal so schön gesagt. Er glaubt an nicht viele Sachen, aber wenn er an was glaubt, ist, dass das für jeden ist. Nicht? Und das habe ich eben tatsächlich, das habe ich an mir selber erfahren, aus dieser lieben und wunderbaren Familie kommend, wo ich hergekommen bin, aber eben erst diese Welt entdeckend und sich zunächst mal außen fühlen, also nicht dazugehörig fühlend und dann immer mehr da reinfindend und dann das,
dieses Glück erleben, wenn man das mehr und mehr versteht. Ich verstehe ja immer noch längst nicht alles. Ich bin ja, es ist ja ein dauerndes Weitergehen und Suchen. Es gibt so viele Bereiche von Musik, wo ich noch viel zu wenig Ahnung habe oder wo ich weiß, ich mag das noch nicht so sehr, aber ich weiß ganz genau inzwischen, dass es mein Fehler ist, dass ich mich nicht genug damit beschäftigt habe, dass ich mich noch nicht da richtig reingegeben habe. Mir kommt es auch so vor, dass die Menschheit immer wieder dazu neigt, irgendwas Neues, Schönes zu erfinden, sagen wir mal, zum Beispiel klassische Musik, und danach folgende Generationen zementieren dann Dinge. Die zementieren Inhalte und Formalien, ja, ob das, beispielsweise auch mit Gesetzgebung. Ja, dann hat man irgendwie eine vernünftige Sache und sagt, ja, das ist ein tolles Gesetz, und hinterher kommen welche und zementieren das in Akten und Ordnern und was weiß ich. Oder mit der Religion wäre auch so ein Beispiel. Ich glaube, das war auch eine nette Sache, dass man so sagte, Jesus, nicht, wir sind alle nett zueinander. Und dann ist danach kommt eine jahrhundertelange Zementierung von Ritualen, die vielleicht dann auch keiner mehr Ja, und wie versteht. kommt man an diesen Ursprung zurück? Wie kommt Und man das an den ist Ursprung eigentlich, zurück? Das ist der Ursprung der immer Musik. mein Job. Genau. Mein Job als Ja. Musiker ist genau an diesen Punkt zu kommen, Ganz als die genau. Tinte gerade das Papier berührt hat. Ja. Was war dieser Impuls, dass Beethoven dieses Motiv geschrieben hat? Das Ja, und Brahms wusste sowas dass nicht. es gezündet, das wäre ein Ursprung, natürlich, und aber auch an einen Ursprung, der das gezündet hat. Ja? Ja. Also ich sage mal, ein allererstes Hören hat damit zu tun. Ja? In welchem, ja, dann das hat auch was damit zu tun mit Gefühlen des allerersten Hörens. Ich stelle mir da irgendwie eine einigermaßen wohlerzogene junge Dame vor, die hat dann auch irgendwie einen Flügel. Und dann kommt jemand und sagt, hier, guck mal, das habe ich dir mitgebracht. Ja? Da setzt du dich hin und spielst es natürlich auch vom Blatt, weil du ordentlich was gelernt hast. Diesen ganzen Kontext hat man ja auch schon ein bisschen vergessen. Nicht? Und gibt es anderen Kontext? Mein Lieblingskontext ist diese Geschichte, du weißt, ob die stimmt oder nicht. Bestimmt weißt du, ob die stimmt oder nicht. Das Bach soll mal in der Kirche angefangen haben zu spielen. Und dann hat er gespielt und gespielt und ganz selbstverliebt irgendwie weitergespielt. Und nebenan stand wohl der Pastor oder was immer es war, scharrte schon mit den Füßen, weil der wollte wohl auch was sagen. Und Bach spielte aber weiter und dann hat er wohl 1,5 Stunden gespielt und dann war er fertig und dann erhoben sich alle und gingen raus und das Publikum hat gemeint, sie hätten jetzt auch ausreichend mit Gott gesprochen. Ja, klar. Ist das eine Story, Ein sehr die. schönes Bild. Ein Also, schönes Bild, ja. das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Also, ich habe eigentlich oft genau dieses Gefühl. Also, ich bin jetzt nicht mehr sonderlich gläubig. Das ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Aber Ist ich nicht. glaube an Dinge, die. Berühren. Ich glaube schon an Welten, die wir nicht auf den ersten Blick sehen. So, also an Welten, die dahinter stehen. Und die Musik führt uns dahin, in der Tat. Und die Musik ist dann sozusagen der Glaube an und für sich. Natürlich, wenn man Bach spielt, muss man sich schon in dieses Bild hineinsetzen und das kann ich schon und das macht dann auch wie als Schauspieler dann unheimlich Freude und bringt einen so einen Halt, wenn man weiß, also ich habe gerade diese Diskussion gehabt, ein toller Student von mir, also zwei tolle Studenten, möchte ich gar nicht mehr als Studenten bezeichnen, eigentlich der Aaron Pilsan und der Aris Blettenberg haben beide jetzt wohltemperiertes Klavier gelernt, nicht? Und Aaron Pilsan nimmt das jetzt gerade auf und Aris hat das gelernt, jetzt einfach in der Corona-Zeit hat er das ganze erste wohltemperierte Klavier auswendig gelernt, nicht? Kam hierher, hat mir 2 Stunden Bach vorgespielt. Nicht? Und ruckzuck, da ist man eigentlich, das ist kein normaler Klavierunterricht dann oder sowas, Nein, nicht, sondern man das ist in ist heilig. philosophischen Diskussionen drin. Ja. Und da sind mir 2 Dinge so aufgefallen. Also ein paar, ich habe ihm so ein paar Grundaspekte, die mir so wichtig scheinen. Und einer ist eben genau dieses, was du sagtest, wir zementieren. Nicht? Wir wissen, das ist jetzt dieses Heiligtum, dann kriegt das so einen Block Zement rum und dann dürfen wir das nur noch anbeten. Aber diese Fugen sind voll von Menschlichkeit. Ja. Die sind voll, manche Fugen sind voll von Witz. Manche
sind voll von Leid, aber das Leid ist menschlich. Es ist nicht irgendwie so was Abstraktes, so in so einem vergilbenden Bild, sondern das ist wirklich erfahrbares menschliches Leid. Und dann darf ich nur, dann dürfen solche Seufzer auch wirklich menschlich sein. Und das darf sich durch so eine Fuge durchziehen. Bitte, dann kannst du den jungen Mann zu uns zur Weltklassik am Klavier spielen. Ich träume davon, nochmal ein Bach-Pur-Programm zu machen, nur mit dem wohltemperierten Klavier. Stimmt. Ach, oh, das wirklich, ja, das ist natürlich nicht so populär wie alles andere, aber es ist einfach für die, die da sind, ist es ein Fest. Ja, das macht wirklich alle glücklich. Und dann solche Diskussionen, wie so oft gibt es zum Beispiel in den Moll-Fugen, manchmal auch in den Präludien, wirkliches Leid und Schmerz und Schmerz und Schmerz und dann kadenziert es und dann geht es in einen Durchschluss. Und oft... Das ist so eine Absolution eigentlich. Das ist eigentlich so, jetzt machen wir den Himmel auf. Ja. So kann man sehen. Ja, so kann man sehen, so. Genau. Und ich habe da dann so geschrieben, also oft spielen gerade Studenten das so, dass sie das dann zurückziehen. So als, fast als wenn es ihnen peinlich ist. Nicht? Und, im Gegenteil. Oder dass es so verinnerlicht ist. Hat ja auch was Schönes und das kann man ja auch mal machen. Mhm. Aber also meine Tendenz eigentlich fast immer ist, Bach weiß, in seinem tiefen Glauben stehend, das Leid gehört zum menschlichen Leben dazu. Das gehört zu dieser Schöpfung, die wir so lieben, dazu. Deswegen sage ich am Schluss nach all diesem Leid dennoch Ja und Halleluja. Genau. Und ich fand das so ein, das ist mir so klar geworden bei diesem, also so würde ich es jedenfalls machen. Das muss ja, der muss das ja nicht so machen, in Gottes Namen. Nicht? Man muss das, steht ja nichts. Ne? Also man kann es ja entscheiden, wie man will. Ja, Gott sei Dank steht nichts. Das ist ja der einzige Weg aus dem Zement, dass da nichts steht. Ja. Ich habe noch ein anderes Stück, was ich, also ich muss dir was gestehen, ich habe von einem Stück, weiß ich nicht, 20, 30 verschiedene Pianisten gehört, vielleicht. Und deine Fassung ist mir die liebste. Ja, das hätte ich jetzt auch gehofft. Das hattest du gehofft, aber ich dachte, ich erzähle dir mal, was es ist. Ich habe auch, glaube ich, weiß nicht, ob man so sagen kann, es muss, also ich finde, das ist ein Stück, was auch von einem Mann gespielt werden muss. Es handelt sich um Schumann, C-Dur. Ja, ich meine das. Ich glaube an den Unterschied zwischen Mann und Frau. Sorry. ja, Schumann. C-Dur. Ich glaube, ich habe das eine Zeit lang, weiß ich nicht, 20, 30 Mal hintereinander gehört pro Tag. Ja. Und wenn du jetzt also sagst, zurück zum Ursprung. Ja. Sagen, da ist schon, als zum Beispiel Martha oder Clara, hat Clara Haskell das doch auch gespielt? Habe ich auch gehört, aber ich will sie jetzt gar nicht diskutieren, also die anderen. Ich wollte von dir, du sollst jetzt auf dem Thron bleiben. Ich wollte von dir nochmal hören, wenn du, wir waren eben bei Bach ein bisschen so beim Ursprung. Wo ist denn der, wenn wir dann über Schumann nachdenken und haben so ein Stück im Kopf, wo ist da ein Ursprung? Ist das nicht wirklich tatsächlich romantische Gebilde, die sich da auftun, die Beziehungen dieser drei? Oder was ist es, woran denkst du, wenn du das spielst? Gar nicht. Also ich bin einfach, wenn man es da nicht schafft, mit dem allerersten Auftakt in einem Wirbel von purer Emotion zu sein, als wenn man so ein Buch aufgeschlagen hat, und ehe man sich versieht, ist man mit dem Sog eigentlich da reingerutscht in diese Geschichte und man nimmt nicht mehr wahr, wo man eigentlich ist. Wenn diese Magie nicht gleich mit dem ersten Auftakt passiert, ist es irgendwie verloren. Und das ist wieder etwas, da muss man dran glauben. Man muss an dieses Unmögliche glauben. Das ist surreal, das ist skurril, das ist gefährlich und Schumann ist da der vielleicht irreste Komponist, also der an diesen Wahnsinn wirklich dauernd glaubt. Also wie oft beginnt ein Stück von ihm nicht mit einem Anfang, sondern mittendrin. Mittendrin, als wenn man irgendwie einen Vorhang aufgerissen hat und wusch, ist genau. Man drin. Ja. Klavierkonzert auch, nicht? Also das ist ja kein Anfang. Das ist ja tada, als wenn du mitten in eine Orchesterprobe reingehst, machst die Tür auf, ach, da sind die gerade. Ja, ich glaube, das ist das Hirn von Schumann. Das wäre so gewesen. Wenn man da hätte reingucken können, dann
würde sich das auch so darstellen. Und dann eben im schnellsten, was ich so faszinierend finde, im schnellsten Wechsel wieder in andere neue Sachen und trotzdem einen Faden, sonst wird man es ja gleich als wirklich irrsinnig bezeichnet haben. Es ist ja so, dass man noch, man darf ja noch irgendwo mitgehen und einen Spaziergang draus machen. Man muss ja jetzt nicht hopsen durch die ganze Welt. Und ja, es ist natürlich auch, er hat sich ja selber eigentlich sehr genau beobachtet durch diesen Florestan und Eusebius. Ja. Es ist also bewusst, er steht zu seiner Bipolarität. Ja. Genau. Das ist es. Wenn man dann so ein Helikopterview hat, dann ist ein Leben möglich, jedenfalls in Grenzen. Also, das wäre ein Folgethema, Lars. Vielleicht treffen wir uns nochmal wieder. Herr Professor Leuschner sagte so nett phrasig, machen Sie das doch bitte, bitte weiter, auch über die Corona-Zeiten hinaus, weil man so ein bisschen die Familie zusammenhält, die Klavierfamilie. Und ich glaube, wenn ich mich nochmal mit dir unterhalten wollte, dann würde ich dieses Thema sehr gern vertiefen, diese Ursprünge von bestimmten Stücken und Komponisten. Welche Bilder fallen uns dazu ein? Wunderschönes Thema. Wir können ja nur darüber rätseln, nur ja. Die Komponisten sind eben zutiefst Menschen gewesen. Ja. Und sie sind deswegen so tolle Komponisten, weil sie Menschen so gut verstanden haben. Ja. Und sei es sich selber nur verstanden haben, aber es ist eben so zutiefst menschlich. Und diesen Ursprung, ich sage mal zu den Studenten, nicht, es ist wie als wenn wir ein Bild malen. Nicht? Also dieses Bild muss erstmal klar sein. Und so. Dann können wir immer noch über die Details und wie machen wir Frisierung hier und wie entscheiden wir das und Tempo. Und was. Aber dieses Bild, was ist eigentlich der Charakter? Was willst du eigentlich sagen? Mhm. Nicht? Und der Komponist, der hatte, glaube ich, ein ganz klares Bild, was er sagen wollte. Und das, wir sind die Detektive. Wir müssen da hinkommen. Was ist da wohl gewesen? Und oft bei den großen Komponisten ist es eigentlich ganz klar. Ja, das wäre, wie gesagt, nochmal ein interessantes Thema. Ist das ein intuitives Bild, was dann derjenige hat, der sich hinsetzt und, wie du gerade sagtest, bei Schumann mittendrin beginnt? Oder ist das so ein rationales Bild, dass man sagt, so, ich will jetzt das und das machen und dazu mache ich jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5 Schritte? Ich glaube, da gibt es auch große Persönlichkeitsunterschiede, oder? Das kann man wohl sagen, aber... Gott, das ist jetzt natürlich gar nicht so leicht zu sagen, inwiefern, wie viel Intuition. Also ich glaube, es ist schon ein Großteil an einer gewissen Begabung von emotionaler Intuition. Ja. Und das merke ich auch im Unterrichten oft, dass manche Leute das sehr, sehr schnell haben, dass sie genau wissen, den Charakter will ich treffen und so will ich das erreichen, so mache ich die Färbung dafür. Mhm. Und bei anderen vielleicht die Struktur erstmal ganz recht klar wird und man das organisiert in seinem Kopf und man oft nicht merkt, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, also dass das entscheidende Bild verloren geht. Ja, das zieht sich durch das ganze Gespräch und meinen Eindruck, den ich von dir habe, dass diese Vision am Anfang steht und dass die dann mit viel Fleiß und Arbeit gefüllt wird, mit viel Engagement. Und die Details, die dann später kommen, aber am Anfang steht die Vision. Ich bin ganz stolz übrigens darauf, dass du Schirmherr von Weltklassik am Klavier bist. Ja, ich auch. Ich habe nur ein einziges noch nicht geschafft, nämlich dich hier in diese heiligen Hallen einzuladen, damit du uns den Schumann mal live vorspielst. Vielleicht passiert das ja noch in diesem Leben. Okay, dann darf ich mich jetzt wenn ganz... Wenn wir überhaupt alle wieder dürfen. Ja, ich mache auch nur für dich. Ich gehe so lange raus, wenn du nur hier spielst. Also, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Sehr gerne. Und ich danke dir und ich danke dir für deine ganzen Aktivitäten. Mach das bitte weiter, bleib da dran. Ich mache das weiter, ich bleib da dran. In diesem Sinne auch. Genau. Wir brauchen Menschen, die daran glauben und die Musiker unterstützen. Dankeschön. Das war Professor Lars Vogt, unter anderem kleine Nebentätigkeit Weltklassik am Klavier, Schirmherr. Und mein Name ist Katrin Hastig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie wissen, dass diese Filme nur produziert werden können mit Ihrer Unterstützung. Sie werden also Produzent, wenn Sie möchten. Bleiben Sie einen Moment noch dran, dann können Sie im Abspann sehen, wie das geht. Ich bedanke mich, alles Gute und wie immer, bleiben Sie gesund. Tschüss! Tschüss!